Ja, hallo? Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der TG vom Kanal Durchgespielt und ihr seht den Webkommentar für den 4.10.2014. Ich weiß, der Witz, der ist jetzt schon ein bisschen so bärtig und sowas alles. Es kann man nicht mehr bringen. Apple ist doch voll super und die knicken ja gar nicht mehr. Ich muss ihn trotzdem nochmal anbringen. So, draußen ist schönes Wetter, ab zu den News. Und zwar erscheinen jetzt in den nächsten Tagen so ein paar richtig geile Kracher für Konsolen und PCs. Angefangen hat es diese Woche schon mit Mittelerde Mordors Schatten. Das ist so ein Hack and Slay, God of War, Assassin's Creed, Mischmasch. Spielt sich sehr gut, ist von Monolith rausgebracht worden. Monolith kennt man vielleicht noch von No One Lives Forever. Sieht grafisch cool aus. Ich weiß nicht, wie es auf Konsolen aussieht. Ich kenne nur die PC-Version. Nur da kann man ja zum Beispiel auch so ein Ultra-HD-Pack runterladen. Und dann fängt es wirklich an, die Grafikkarte aufzufressen. Also es braucht wohl mehr als 4 GB Grafikkartenspeicher. Und den habe ich jetzt leider noch nicht. Ich habe nur 3. Ich weiß nicht, wo das hingehen wird eines Tages. Aber da wird wohl die Tendenz hinlaufen auf jeden Fall. Es sieht sehr gut aus. Es macht sehr viel Spaß, das Spiel. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil Testberichte kann man sich natürlich auch auf anderen Seiten herunterladen oder sich anschauen. Und nur kurz gesagt, ich habe das Spiel gespielt. Ich spiele es derzeit noch aktuell durch. Wenn man so ein bisschen was mit dieser Tolkien-Welt, also mit dieser Herr-der-Ringe-Welt was anfangen kann, kann man das auf jeden Fall spielen. Wenn einem das jetzt weniger interessiert, ist das Spiel immer noch ein geiles Hack-and-Slay-Spiel und macht auch dementsprechend auch so Spaß. Also angucken würde ich es mir auf jeden Fall an eurer Stelle und passt auch nicht viel. Unten ist Link, übrigens. Schon gespielt? Wenn nicht, kaufen. Wenn nicht, ignorieren. Bis dann. Diese Woche kam endlich das heraus, was jeden Battlefield 4-Spieler auf PC oder auf Konsole so richtig unter den Nägeln brannte. Es musste endlich doch mal erscheinen. Es musste doch möglich sein, dass es kommt. Und zwar ist das der neue Teil von Naruto Shippuden, und zwar Ultimate Ninja Storm Revolution. Dieses Kampfspiel, dieses 3D-Kampfspiel mit aus der Naruto Shippuden-Reihe ist mal wieder so ein richtig geiles Ding geworden. So ein 3D-Prügler, also in so einem 3D-Raum mit so richtig krass großen und spektakulären Angriffen und mit einem Netcode, da kannst du sie zu sagen, das läuft perfekt und butterweich. Währenddessen bei DICE. Ey, TG weiß im Battlefield 4 Herbstpatch gar nicht zu schätzen. Was? Das Schwein, ey, komm, den holen wir uns! Und dementsprechend habe ich mir Naruto jetzt auch gekauft und das macht mir auch Spaß. Das Ganze kann man auch online spielen. Ey, bist du bescheuert? Wie kannst du nicht über den Herbstpatch reden? Das ist doch das geilste Ding westlich von Santa Fe und zwischen Harz und Heide. Ja, okay, der Battlefield 4 Herbstpatch ist auch erschienen. Hat das Spiel ein bisschen besser gemacht. Und dann kommt nächste Woche Dienstag endlich das raus, worauf ich mich sowieso schon die ganze Zeit gefreut habe, und zwar Alien Isolation. Da habe ich eh keine Zeit zum Battlefield 4 spielen. Alien Isolation, kurz umrissen, ist so ein Survival-Horror-Ding, ein bisschen vergleichbar mit Dead Space. Die Alien-Filme wird man wohl kennen, gehe ich mal einfach stark von aus. Und das Ganze jetzt in so einem kleinen Survival-Horror-Spielchen. Kleines ist ja schon ausgedrückt. Also schon ein sehr großes Spiel sogar. Wo man halt durch die Gänge läuft. Ich kann jetzt natürlich kein Gameplay zeigen, weil es das Spiel noch nicht gibt. Man rennt halt durch die Gänge, versucht dem Alien auszuweichen, versucht natürlich auch dem Schiff zu entkommen, auf dem Raumschiff. Und da geil aus. Sieht auch grafisch schön aus, finde ich zumindest. Also, was ich gestern so in diesem Livestream gesehen habe, ja, kann man gucken, kann man spielen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und wie gesagt, schönes Wetter, deswegen nichts weiter. Nächste Woche Dienstag Alien Isolation kaufen, kaufen, kaufen. Unten ist wieder ein Link. Nein, davon habe ich nichts. So, das war's dann schon für diesen Webkommentar für dieses Wochenende. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Geht ab in die Sonne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.